Mein Name ist, wie gesagt, Dr. Daniel Trabold. Ich bin Senior Data Scientist am Fraunhofer IAIS. Die Abkürzung steht für Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme, wenn man das lang haben möchte. Also wir befassen uns in ganz unterschiedlichen Kontexten eben mit der Analyse von Daten und der intelligenten Auswertung. Wir haben auch eine ganze Schulungsreihe rund um das Thema Data Science beziehungsweise künstliche Intelligenz. Ein paar Folien habe ich dieser Schulungsreihe tatsächlich entnommen. Das werden Sie sehen, das sind die englischsprachigen Folien. Ich habe nichtsdestotrotz auch einige Folien neu entworfen für diesen heutigen Abend. Und das sind die Folien, die auf Deutsch sind. Also sehen Sie mir das nach, dass da in der Sprache eine gewisse Mischung ist. Das war in der Vorbereitung einfacher. Die Fraunhofer Gesellschaft. Vielleicht ganz kurz in einem Blick erläutert, was macht Fraunhofer und ja, was ist sozusagen unser gesellschaftlicher Auftrag. Wir sind die anwendungsorientierte Forschungseinrichtung in Deutschland. Wie gesagt, es gibt verschiedene Forschungseinrichtungen, Helmholtz-Gesellschaft, Max-Planck-Gesellschaft, die eher grundlagenorientiert sind und Fraunhofer mit der Anwendungsorientierung. Ja, es gibt 72 Institute derzeit. Es kommen immer mal ein paar dazu. Es gibt auch einige im Ausland. Und ja, genau, es gibt so eine Finanzierung, dass man sagt, irgendwie ein Drittel öffentlich, Grundfinanzierung. Ein Drittel soll als über Projekte eingeworben werden aus dem öffentlichen Sektor. Und ein Drittel soll aus der Industrie kommen. Und wenn das gelingt, dann ist man perfekt aufgestellt als Fraunhofer-Institut. Rechts auf der Karte sehen Sie, wie sich die Institute da in Deutschland verteilen. Ganz konkret würde ich, wenn ich im Büro wäre, ich bin natürlich jetzt derzeit auch im Homeoffice, in einem dieser Gebäude sitzen, am Campus Berlinghofen. Das ist ja einer der größten Standorte für angewandte Informatik und Mathematik in Deutschland. War ursprünglich mal die Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, also eine reine Grundlagenforschungseinrichtung. Mittlerweile sitzen da drei Fraunhofer-Institute, das IAIS, das SKY und das FIT. Und das FIT, das hat so einen ganz kleinen Ableger da. Deswegen stehen da auf der Folie 4 und wir befassen uns eben mit künstlicher Intelligenz in ganz unterschiedlichen Fragestellungen und kooperieren eben auch ja, sehr eng mit den lokalen Einrichtungen, wie eben der Hochschule, der RTWH Aachen, der Universität Bonn und dergleichen. Unser heutiges Thema ist die künstliche Intelligenz und eigentlich noch viel konkreter das Lernen von neuronalen Netzen. Und um das jetzt thematisch so ein bisschen abzugrenzen, habe ich Ihnen diese Folie mitgebracht, wo wir zunächst mal sehen, dass dieser Begriff der künstlichen Intelligenz eigentlich der älteste ist. Seit den 1950er Jahren spricht man von künstlicher Intelligenz und hat diese Vorstellung, dass im Prinzip das Denken ein Prozess ist, der sich mathematisch irgendwie abbilden lässt und man diesen, so man ihn denn gut genug versteht, dann auch simulieren kann. Und wie das so ist in so einem Feld, die theoretischen Überlegungen, die sind immer sehr viel weiter als das, was man praktisch umsetzen kann. Also in den 50er und 60er Jahren waren das rein theoretische Überlegungen. Man war nicht in der Lage, das irgendwie auf Computern zu realisieren. Dann hat sich seit Mitte der 80er Jahre tatsächlich viel getan in der Informatik. Und man konnte sich oder kann sich seitdem im Bereich des maschinellen Lernens damit befassen, wie Computer aus großen Datenmengen eben selbstständig ja, Muster identifizieren können. Und diese Identifikation von Mustern, früher hat man da auch von Data Mining gesprochen, ja, Machine Learning, das kann man ein Stück weit synonym verwenden, diese Begriffe. Es gibt feine Unterschiede, aber die lassen wir hier mal außen vor. Befasst sich also immer mit der Fragestellung, wie kann ich aus einem großen Datensatz jetzt sinnvoll Informationen extrahieren, sodass ich das System eben nicht programmieren muss, was der klassische Weg wäre, sondern dass das System selbstständig aus den Daten eine Art von Regeln oder Schlussfolgerungen deduzieren kann und in diesem Sinne eben selbstständig lernt. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Da gibt es Support-Vektormaschinen, da gibt es Entscheidungsbäume, da gibt es Regellerner, da gibt es Regressionsverfahren und so weiter und so fort. Da haben Sie sicherlich in den letzten Webinaren einiges drüber gehört. Wir wollen uns heute mit dem neuesten Bereich befassen, dem sogenannten tiefen Lernen. Und dieses tiefe Lernen, das leitet sich eigentlich ab aus dem, ja, aus der Forschung um eben künstliche neuronale Netze. Auch da ist es so, dass die Grundideen zu den künstlichen neuronalen Netzen
viel weiter zurückreichen. Also das geht auch auf die 60er Jahre zurück, dass man sich überlegt hat, ja, was kann man denn mit so einem künstlichen Neuron bauen? Wie könnte das aussehen? Man konnte das damals aber noch nicht implementieren auf einem Computer. Und seit der Jahrtausendwende hat man eben genug Rechenpower, sodass man diese Netzwerke jetzt auf Computern implementieren kann. Und dann zeigt sich eben, wenn man viele Schichten in so einem Netzwerk hat, ist das sehr von Vorteil. Wir werden das gleich sehen mit zwei Schichten, warum denn zwei Schichten besser sind als eine. Und das ist also der Bereich, der sich mit dem tiefen Lernen beschäftigt. Und dieses tiefe Lernen, das kommt daher, dass man diese neuronalen Netze in Ebenen einteilt. Es gibt eine Eingabeschicht und danach mehrere Schichten, die wir gleich sehen werden. Und am Ende kommt die Ausgabeschicht. Und wenn man eben viele Schichten zwischen Eingabe und Ausgabe hat, dann spricht man von einem tiefen Lernen an der Stelle. Und das Tolle ist, dass bei diesem tiefen Lernen die Netze in der Lage sind, die Merkmale, die sie brauchen, selbstständig zu extrahieren. Klassisch ist es so, wenn wir Daten analysieren wollen, müssen wir dafür sorgen, dass die Daten in einer geeigneten Repräsentation sind, dass ein Computer daraus sinnvoll lernen kann. Das kann beispielsweise sein, wenn wir wissen wollen, ob irgendein Werkstoff oder irgendein Stück eben in einen Behälter passt, dann haben wir vielleicht Länge, Breite und Höhe. Und wenn wir das Volumen aber aus diesen drei Kenngrößen ableiten, fällt es der Maschine viel einfacher, diese Frage zu beantworten, ob das passt oder nicht. Das wäre so ein klassisches Beispiel, wie man eben bei diesem Machine Learning manuell dafür sorgen muss, dass das funktioniert auf den Daten, die man hat. Und da gehen 80% der Arbeitsleistung typischerweise drauf. Und das ist das Schöne beim Deep Learning, dass man sich eben diesen großen Anteil an manueller Arbeit an der Stelle sparen kann. Also diese neuronalen Netze, die sind super toll, die können wahnsinnig viel. Das habe ich Ihnen natürlich auch mitgebracht. Wo kann man die überall einsetzen? Wo werden die derzeit eingesetzt? Da ist zum einen die Spracherkennung. Also jeder, der von uns sein Smartphone benutzt und ihm irgendwas diktiert, nutzt am Ende neuronale Netze. Wenn wir irgendwo einen Text haben und den im Internet übersetzen lassen von einer Sprache in eine andere, dann liegen auch da meist neuronale Netze hinten dran, die diese Arbeitsleistung vollbringen. Dann gibt es natürlich den ganzen Bereich von Dokumentenverarbeitung, dass man irgendwelche Kennzahlen aus Dokumenten raus extrahieren will, ja, dass man die eben nutzt, um die Informationen aus ganz vielen Schriftstücken dann sinnvoll weiter zu verarbeiten. Auch das wird von neuronalen Netzen geleistet. Dann gibt es den ganzen Bereich der Bilderkennung. Auch da sind die neuronalen Netze sehr stark. Das betrifft nicht nur die Standbilder, so wie die hier gezeigt sind, sondern eben auch bewegliche Bilder. Und man sieht das beispielsweise beim autonomen Fahren oder so, wo, was weiß ich, angefangen bei einer Verkehrszeichenerkennung über das Erkennen von Hindernissen, von anderen Verkehrsteilnehmern, von Fußgängern im Speziellen, wo überall neuronale Netze eingesetzt werden, die in der Lage sind, aus diesen Sensordaten eben die entscheidenden Strukturen zu extrahieren. Ich habe ein paar ganz konkrete Beispiele mitgebracht. Also ein Beispiel hier ist tatsächlich von einer großen Firma, nämlich Microsoft an der Stelle. Und denen ist es 2015 gelungen, mit einem neuronalen Netz, dem sogenannten dem ImageNet-Datensatz, das ist ein Datensatz, da sind 5 Millionen Bilder drin. Und diese Bilder, die teilen sich ein in 22.000 Kategorien. Es ist also nicht so einfach zu erkennen, welche Kategorie auf einem Bild gezeigt wird. Und was die jetzt zeigen konnten, eben vor 5 Jahren, dass das neuronale Netz, das Microsoft an der Stelle vorschlägt, besser ist als Menschen. Also Menschen, die haben irgendwie auf dieser Aufgabe 5,1% Fehler, während das neuronale Netz eben 2015 nur noch 4,94% Fehler gemacht hat. Und man sieht das auf der linken Seite, da ist so ein Bild mit so einem Vogel, ja, der ist hier da in dem Bereich, in blau und braun, nicht ganz so gut zu erkennen auf dem Bild. Und da ist eben die Frage, ja, was ist das für ein Vogel? Und da kommen auch Kategorien vor, also selbst ich kenne diese 22.000 Kategorien. Es gibt manche, die sind sehr einfach, da sagt man klar, und bei anderen sind Sachen, wo man erstmal nachschlagen muss, was ist das eigentlich. Ich habe Ihnen noch ein anderes Beispiel mitgebracht von einem Startup aus Köln. Das ist DeepL, ein Unternehmen, das 2017, als dieser Artikel bei Heise erschienen ist,
22 Mitarbeiter hatte. Ich glaube, inzwischen haben die eine dreistellige Mitarbeiterzahl. Aber wir haben es also mit 22 Mitarbeitern, also festangestellten Mitarbeitern, also sicherlich noch ein paar Mitarbeiter, die eben nicht in Festanstellung waren zu dem Zeitpunkt. Haben wir es geschafft, 7 Sprachen in Echtzeit zu übersetzen. Und das ist ein Dienst, den gibt es eben im Web, frei verfügbar, für nicht kommerzielle Zwecke, limitiert auf 5000 Zeichen oder sowas. Und wenn man mehr möchte, kann man eben dann eine Lizenz erwerben. Und die sind sozusagen für diese 7 Sprachen, die sie unterstützen. Inzwischen haben sie auch mehr Sprachen. Ich glaube, inzwischen sind es 11 oder 13, die da unterstützt werden. Sind sie besser als Google Translate und die ganzen Wettbewerber, weil sie einfach eine andere Datengrundlage nutzen und das anders tweaken. Also da sieht man, dass auch ein kleines Unternehmen sehr erfolgreich sein kann mit diesen neuronalen Netzen. Und da sehen wir es schon auf der Folie. Da werden jetzt tiefe neuronale Netze eingesetzt. Also was der sozusagen die wesentliche Unterschied ist, dass dieses Unternehmen DeepL versucht, mehr vom Kontext in die Übersetzung mit einzubeziehen, als das die Konkurrenz macht. Ich habe noch ein anderes Beispiel mitgebracht von einem Farmer aus Japan. Der hat einen ganz interessanten Anwendungsfall. Und zwar hat der, also seine Eltern haben die Farm. Er ist eigentlich in der Automobilbranche tätig gewesen. Und ja, die Eltern haben eine Farm und haben sich eben auf den Anbau von Gurken spezialisiert. Und jetzt haben diese Gurken eben sehr unterschiedliche Formen, sehr unterschiedliche Farben, sehr unterschiedliche Strukturen und werden klassifiziert in verschiedene Handelsklassen. Und dieses Sortieren von den Gurken ist nicht so einfach. Das kann jetzt nicht jeder, weil das, ne, man muss wissen, wie die eben da einzusortieren sind. Und da hat er gesagt, also es ist irgendwie komisch, dass meine Mutter nichts anderes macht, als den ganzen Tag diese Gurken zu sortieren. Und gerade wenn sozusagen Erntezeit ist, kommt sie zu nichts anderem. Da hat er sich überlegt, kann man das vielleicht auch nicht anders machen. Und er ist da ganz clever gewesen. Er hat gesagt, naja, ich nehme mal so einen Raspberry Pi, also eine wirklich kleine Hardware, $35, und probiere das mit Open Source. Er braucht natürlich viele Daten, um sowas trainieren zu können, das ist ganz klar. Neuronale Netze brauchen immer verhältnismäßig viele Trainingsdaten, um überhaupt was lernen zu können. Und das ist natürlich jetzt die Frage, ja, wo kommt da denn die Daten her? Was er auch braucht, er braucht die Tools. Also in dem Fall hat er sich eben für so ein Raspberry Pi entschieden und irgendwelche günstigen Webcams, die ihn nicht viel kosten. Und dann, was er noch braucht, naja, ist irgendwie dieses Mindset, dass er sagt, okay, er ist bereit, das mal anders als anzugehen, als es bisher passiert ist. Und wir schauen uns im Folgenden mal an, wie sein Setup aussieht. Also das ist letztlich sein Setup. Wir verstehen da jetzt nicht viel, weil irgendwie das Interface auf Japanisch ist. Aber man sieht diese verschiedenen Gurkenklassen von 2L bis C. Und man hat 3 Kamerapositionen, die oben angezeigt werden. Und dann sieht man rechts verschiedene Beispiele von Gurken, die eben entsprechend einsortiert wurden. Und was er gemacht hat, er hat jetzt, normalerweise geht man eben hin und erzeugt diese Trainingsdaten, die man da braucht, um so ein Modell zu trainieren, durch manuelle Annotation. Das ist natürlich ein gewisser Extraaufwand, der da entsteht. Und da hat er sich gesagt, naja, er baut das System einfach mal und lässt es mitlaufen, während seine Mutter die Gurken sortiert. Und dadurch kriegt er sozusagen automatisch diese Trainingsdaten. Ja? Er beobachtet einfach über Tage oder Wochen die Arbeit seiner Mutter, die diese Gurken immer nach dem gleichen Schema vermeintlich sortiert und nimmt einfach ganz viele Trainingsdaten mit diesem Verfahren auf, um nachher dann das System automatisch arbeiten zu lassen. Und dann ist das Schöne, dass eben so ein neuronales Netz oder auch andere maschinelle Lernverfahren in der Regel in der Lage sind, uns eine Plausibilität oder eine Sicherheit ihrer Vorhersage liefern zu können. Das heißt, das System kann sagen, bei dieser Gurke hier beispielsweise ist es sich eben sehr sicher, wenn wir die nehmen. Ja? Und dann bei einer anderen sagt es vielleicht, keine Ahnung, bei dieser oder so ist es sich weniger sicher. Und dann kann man eben sagen, naja, man schaut sich die, wo das System sich weniger sicher ist, eben nochmal gesondert an und bestätigt das oder verwirft das dann. Dieses Sortieren von Gurken ist sehr händisch als Vorgang, klar. Das ist logisch. Eine große Sortieranlage lohnt sich für so einen Betrieb nicht. Ja? Also da jetzt zu schauen, was gibt's, welcher Maschinenbauer kann mir da was liefern, ist irgendwie nicht machbar. Was aber machbar ist, ist eben zu sagen, naja gut,
Ich nutze den Erfahrungsschatz, den ich habe und versuche den mit einer kleinen selbstgestrickten Hardware eben umzusetzen und über so ein neuronales Netz zu lernen. Und genau das ist der Ansatz, der hier verfolgt wurde. Und das Schöne ist eben, und das ist was, was eigentlich so eine Grundlage ist, egal ob ich jetzt neuronale Netze lerne oder andere Verfahren, diese Klassen, die ich habe, die sollten sich nicht häufig ändern. Ja, wenn ich sehr dynamische Prozesse habe und ich immer nachtrainieren muss, wird es irgendwie aufwendig. Wenn ich aber so einen Prozess habe, der sehr gleichmäßig ist, wo ich sage, eigentlich ist die Aufgabe sehr repetitiv, ich habe immer die gleiche Aufgabe, dann lässt sich das wunderbar nutzen, um eben da maschinelle Lernverfahren drauf zu trainieren. Jetzt kann man sagen, ja gut, ist ja schön, jetzt haben Sie uns so ein Beispiel mitgebracht aus Japan. Wie sieht das denn, eine Sache noch, der Prozess ist hochgradig repetitiv, das hatte ich schon gesagt. Wie sieht das denn jetzt in Deutschland aus? Naja, in Deutschland gibt es das auch. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut im Netz. Was gibt es für Beispiele aus Unternehmen, die Unternehmen bereit sind zu teilen? Und da gibt es zum Beispiel eine Sache, die man findet, von einem Anlagenbauer für die Geflügel-, Fisch- und Fleischverarbeitung. Das ist die Rudolf Bader GmbH. Die haben 500 Mitarbeiter in Lübeck, weltweit ein paar mehr, und bauen eben diese Maschinen für die industrielle Fischverarbeitung. Und jetzt ist die Frage, diese Fische, wie sollen die verarbeitet werden? Was soll mit welchem Fisch passieren und was die machen? Die betrachten eben auch Aufnahmen von dem Fisch und nutzen diese Aufnahmen von einem Fisch, um die Anlage direkt zu steuern in der Produktion. Das heißt, je nachdem, wie der Fisch aussieht, wie groß der ist, werden die Parameter von der Anlage automatisch passend eingestellt aufgrund von Aufnahmen. Und da sind natürlich auch neuronale Netze hinten dran. Das Ganze ist jetzt ein bisschen aufwendiger als bei den Gurken aus folgenden Gründen. Zum einen hat man unterschiedliche Rassen bei den Fischen. Man hat saisonale Einflüsse, die irgendwie, es gibt die Laichzeit, es gibt die Nicht-Laichzeit. In der Laichzeit ist so ein Fisch möglicherweise ein bisschen kräftiger. Es gibt Beifang, also Fische, die man gar nicht haben möchte, die man aussortieren muss. Es gibt sehr große Größenunterschiede zwischen den Fischen und es gibt eben regionale Unterschiede, ganz deutlich. Und ich habe noch ein allerletztes Beispiel mitgebracht, das aus einem ganz anderen Bereich kommt, nämlich dem Healthcare-Bereich. Und da gibt es die Noventi Healthcare GmbH. Die haben die Aufgabe, dass sie aus diesen rechts dargestellten Rezepten die Daten digitalisieren wollen. Die haben pro Monat eben 14 Millionen von diesen Papierrezepten, die sie irgendwie überführen. Und die haben sich überlegt, vielleicht kann man das System, das sie haben und das funktioniert und produktiv im Einsatz ist, noch ein Stück weit verbessern mit neuronalen Netzen. Und sich überlegt, ein Einstieg über eine Masterarbeit ist vielleicht ganz opportun. Und die haben sich zwei Sachen zur Aufgabe genommen. Auf diesem Musterrezept jetzt hier rechts sieht man nur eine Unterschrift. Es gibt aber häufig, dass so eine Praxis eben auch noch so einen Rahmen um ihren Stempel hat. Ja? Und wenn er dann nicht so schön hier unten in dem Feld ist, sondern irgendwo so hier schräg drüber, dann kann man die Daten halt nicht mehr ganz sauber auslesen. Das heißt, die zwei Aufgaben haben sie sich angeschaut. Die lassen sich einerseits Rahmen entfernen und andererseits, wie kann man Unterschriften entfernen. Und auch da ist es natürlich so, man braucht viele Trainingsdaten. Und was die gemacht haben, ist ein ganz cleverer Ansatz. Die haben gesagt, wir erzeugen die Trainingsdaten aus so einem Rezept, das zunächst mal ohne Rahmen vorliegt. Da haben sie irgendwie 15.000 Rezepte, die sie ohne Rahmen hatten. Und dann haben sie gesagt, okay, wir nehmen 45 verschiedene Rahmenformen und Drehungen von diesen Rahmen, die sie da drauflegen. Und dann kommen sie auf 180.000 Trainingsbilder. Das heißt, da haben sie sozusagen mit einem sehr systematischen Prozess eben sehr gut die Daten vervielfältigt, ohne dass sie hingehen müssen und manuell jemand haben, der jetzt sagen muss, aha, hier ist der Rahmen an der und der Stelle. Bei den Unterschriften haben sie das ganz ähnlich gemacht. Auch da haben sie eine Basismenge genommen und eine Menge von Unterschriften und haben das Ganze quasi miteinander kombiniert in unterschiedlichen Varianten und haben sich auch so einen großen Pool von Trainingsdaten geschaffen. Dann haben sie verschiedene Tools ausprobiert. Es gibt für diese neuronalen Netze verschiedene Implementierungen, die man nutzen kann. Die bekannteste ist TensorFlow von Google. Es gibt aber auch noch Caffe oder PyTorch oder von Microsoft dieses Cognitive Toolkit. Das Ergebnis von dieser Masterarbeit war, dass die Texterkennung 7% besser ist. Und jetzt kann man sagen, 7% ist nicht so viel. Aber wenn man denkt, dass das ein produktives System ist, das seit Jahren im Einsatz ist und schon hochgradig optimiert ist, dann sind 7% tatsächlich viel.
Also man sieht, auch kleinere Unternehmen können mit dem Einsatz von neuronalen Netzen eben sehr große Erfolge erzielen. Was braucht es denn, um diese neuronalen Netze so erfolgreich einsetzen zu können? Das sind im Prinzip vier Sachen. Zum einen brauchst du die Trainingsdaten, das haben wir schon gesehen eben. Dann brauchst du Rechenleistung. Ja? Also wir haben gesehen, ganz am Anfang, als ich kurz diesen historischen Abriss gegeben habe, ist eigentlich erst seit der Jahrtausendwende diese neuronalen Netze wirklich zum Fliegen kommen. Und das liegt einfach daran, dass man vorher nicht genügend Rechenleistung hatte, um diese Dinger effizient berechnen zu können. Dann kommt hinzu eben das tiefe maschinelle Lernen. Das heißt, man hat diese neuronalen Netze mit sehr vielen Ebenen. Wir haben links die Eingabeschicht und rechts die Ausgabeschicht. Das ist die Darstellung, die wir jetzt im weiteren Vortrag grundsätzlich wählen. Manchmal ist die Eingabe oben und die Ausgabe unten, aber meist stellen wir das von links nach rechts dar. Und dann gibt es noch eine Sache, die hinzukommt. Man hat sogenannte Wissensgraphen, in denen man sehr systematisch Informationen ablegt, so dass sie von Maschinen sinnvoll ausgelesen werden können. Und wenn man das alles kombiniert, dann hat man plötzlich sehr mächtige Werkzeuge, um Daten eben analysieren zu können und daraus neue Schlussfolgerungen ableiten zu können. Diese künstlichen neuronalen Netze, die sind letztlich inspiriert von unseren menschlichen Neuronen. Wir wissen, dass unser Gehirn eben über ganz viele Neuronen verfügt und die irgendwie miteinander verbunden sind und elektrische Signale miteinander austauschen. Und es muss ein gewissen Reiz vorliegen, damit so ein Neuron feuert. Und wenn es feuert, dann ist es quasi aktiv und gibt irgendeine Information an die anderen Neuronen weiter. Und wenn es nicht feuert, dann ist es eben inaktiv. Das heißt, dann war die Reizschwelle nicht hoch genug. Und das Schöne ist jetzt, dass man, wenn man so ein Netzwerk hat, wie man das hier auf der rechten Seite beispielsweise sieht, dann kann man da einzelne Kanten rausnehmen. Also wir nennen diese Verbindungen zwischen den Punkten, die wir sehen. Also die Punkte sind die einzelnen Neuronen. Die sind verbunden über Synapsen bei uns Menschen und eben über Kanten im allgemeinen abstrakten Sinne in den Computern. Dann haben diese Kanten Gewichte und diese Gewichte drücken aus, wie wichtig ist die Verbindung. Die kann verstärkt werden, dann wird das Gewicht größer, die kann abnehmen, weil sie eben länger nicht genutzt wird. Aber es kann eben auch passieren, dass so eine Kante mal entfernt wird. Ja? Dann verlieren wir so eine Kante, das macht aber nichts, weil die Information immer noch über einen Umweg dahin gelangen kann, wo sie eigentlich hin soll. Das macht die Systeme sehr robust. Also zum einen haben wir eine hohe Robustheit. Und zum anderen funktioniert das Ganze eben so, dass man aus Erfahrung lernt. Jetzt kann man sich fragen, ja, wie ist das denn, wenn so ein künstliches neuronales Netz aus Erfahrung lernt und wenn wir Menschen auch den Eindruck haben, aus Erfahrung zu lernen, wie groß ist denn da die Ähnlichkeit? Wir Menschen, wir haben diese besondere Fähigkeit, dass uns wenige Beispiele reichen, um irgendwie von einem Konzept zu abstrahieren und dann zu sagen, ja, das scheint eine allgemeine Regel zu sein. Das ist eine Fähigkeit, die wir bisher bei allen Computerarchitekturen noch gänzlich vermissen. Also man muss tatsächlich sagen, auch wenn wir versuchen, diese biologischen Schaltungen in irgendeiner Form zu imitieren, um ähnliche Effekte zu erzielen, sind wir davon noch ein großes Stück entfernt. Das Schöne ist, dass so eine Architektur hochgradig parallel ist. Das heißt, die einzelnen Neuronen hier, die können unabhängig voneinander berechnet werden oder zumindest Teilbereiche können unabhängig und parallel berechnet werden, was also uns sehr zu entgegenkommt, dass wir viele Daten gleichzeitig verarbeiten können. Wenn wir uns das noch eine Ebene tiefer anschauen, wie das mit dieser Ähnlichkeit aussieht, dann haben wir links das biologische Neuron und rechts mal das künstliche Neuron. Und da ist es so, dieses biologische Neuron, das hat in der Mitte irgendwie diesen Zellkern. Dann gibt es die Dendriten, die es verbinden mit den anderen Neuronen, wo es irgendwie den Input herbekommt. Und dann gibt es dieses Axon, das wir hier sehen. Und dieses Axon ist prinzipiell in der Lage, Informationen dann weiterzugeben an die Synapsen. Wenn dieser Zellkern hier entsprechend gereizt wird, dann feuert dieses Neuron und gibt eben hier Informationen weiter. Wenn wir versuchen, das irgendwie mathematisch abzubilden, dann sehen wir, naja, wir haben hier zunächst mal eine Eingabe. Und die Eingabe kommt da rein und dann ist es so, naja, wenn da genug Eingabesignal da ist, dann ist irgendwie eine Reizschwelle überschritten und dann wird hier was weitergegeben.
wie bilden wir das ab in der technischen Welt? Wir sagen, naja, es gibt eine Menge von Eingaben, 0 bis N in dem Fall, und die werden gewichtet. Die Gewichtung sagt einfach, wie wichtig ist diese Eingabe. Dann werden die ganzen Dinge aufsummiert. Die Summe ist nichts anderes als sozusagen dieses Reizpotenzial dieses künstlichen Neurons. Und dann gibt es hier eine Aktivierungsfunktion F, die an der Stelle noch abstrakt dasteht. Man kann sich das im einfachsten Fall vorstellen wie ein binärer Schalter. Das Ding kann aus sein oder es kann an sein. Wenn es aus ist, kommt einfach nichts raus. Und wenn es an ist, dann gibt es sozusagen eine 1 hier an den Output. Also das ist ein O, keine 0. Ja, gibt es da eine 1 weiter. Genau, also das ist sozusagen die Ähnlichkeit, die wir da ausnutzen zwischen den Architekturen, um dieses Verhalten zu simulieren. Das hier ist die einfachste Form eines künstlichen Neurons. Wir werden sehen, dass es auch noch andere Formen gibt von so einem künstlichen Neuron, aber das ist immer der Grundaufbau. Also der Grundaufbau ist immer, ich habe hier eine Menge von Eingaben, die ich gewichte. Und das heißt aber, wenn ich hier eine Menge von Eingaben habe und die multiplizieren will mit irgendwelchen Gewichten, dann kann ich hier auch nur Zahlen reingeben. Also ich kann keine Kategorien reingeben, ich kann nichts reingeben wie Berufe, was weiß ich, der eine ist Maurer, der andere ist Lehrer und der dritte ist Dozent oder sowas. Wenn ich das machen möchte, dann muss ich die Daten vorher immer mit so einer 0-1 Codierung festlegen und dann habe ich quasi ein Input, eine Eingabe, die mir sagt, okay, wenn es ein Lehrer ist, dann habe ich hier eben eine 1 stehen in der Zeile und wenn es ein Maurer ist, dann habe ich eben in der anderen Zeile eine 1 stehen und so kann ich dafür sorgen, sie eben über so eine 0-1 Codierung dann auch kategorielle Merkmale da reinspielen kann. Aber sozusagen technisch muss das immer müssen das immer Zahlen sein. Und es ist auch ganz sinnvoll, wenn die Eingaben hier irgendwie normiert sind, also wenn ich da nicht so ganz große Werte habe und so ganz kleine, weil wir sehen werden, diese Aktivierungsfunktion hier, die wirkt in einem bestimmten Wertebereich. Und wenn ich so Werte habe, die ganz groß sind oder ganz klein sind, dann muss ich hier viel an den Gewichten drehen, bis mir das hier hinten sozusagen in den entsprechenden Bereich fällt. Und wenn ich mir das Leben ein bisschen einfacher machen will, dann sorge ich dafür, dass die Daten hier vorher normalisiert sind, das heißt zwischen 0 und 1 beispielsweise. Das macht es dann einfacher beim Trainieren. Dadurch wird der Prozess schneller. Jetzt kann ich aus so einem Neuron, also wir hatten gesehen, na, so ein einzelnes Neuron, wie ist das aufgebaut? Jetzt habe ich in so einem künstlichen neuronalen Netz eben mehrere solche Neuronen, die ich miteinander verschalte. Hier an der Stelle sehen wir mal ein Netz aus 3 Ebenen. Das würde man jetzt noch nicht zwangsweise als tiefes neuronales Netz bezeichnen. Wir haben die Eingabeebene, da kommt quasi das rein, was wir dem Netz geben wollen. Dann haben wir eine versteckte Ebene. Und hinten die Ausgabeebene, hier haben wir 2 Ausgaben, das heißt, wir würden damit irgendeine binäre Aufgabe lösen können. Die Architektur sozusagen der Ausgabe, die ergibt sich immer aus der Aufgabenstellung. Wir hatten am Anfang als Beispiel dieses ImageNet Classification Challenge, wo wir gesagt haben, da sind 22.000 Klassen. Das heißt, da hätten wir 22.000 Ausgabe-Neuronen in der Schicht und zwischendurch eben, ja, beliebig viele Neuronen, die wir da irgendwie anordnen. Also grundsätzlich ist so ein Netz eben aus diesen einzelnen Neuronen aufgebaut. Und diese Neuronen sind zunächst mal, wir nennen das voll verbunden, das heißt von einer Ebene zur nächsten Ebene ist jedes Neuron mit jedem verbunden. Und wir sehen, es gibt eine klare Richtung. Die Information kann nur in eine Richtung fließen. Die fließt nämlich von der Eingabeschicht hin zur Ausgabeschicht. Die Stärke, wie gesagt, von diesen Linien, die sind hier alle gleich stark gezeichnet, aber die können durchaus unterschiedliche Stärken haben, sagt, wie wichtig ist die Information, die hier anliegt, für das Ergebnis hinten raus. Und sozusagen alles, was interessant ist, ist eigentlich das Gewicht an den Kanten und wie viele von diesen versteckten Ebenen habe ich denn? Also habe ich nur eine wie hier oder habe ich da 2 oder 3 oder 5 oder 100? Und wie breit sind die Ebenen jeweils? Wir nennen das die Breite, also hier hätte ich eine Breite von 3. Und ich kann natürlich breitere oder schmälere haben und das hat alles einen Einfluss darauf. Bevor wir uns jetzt diese verschiedenen Architekturen anschauen, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und sagen, wir vergessen mal ganz kurz diese versteckte Ebene und betrachten dieses einfachst mögliche neuronale Netz, wo wir nur eine Eingabe direkt die Ausgabeschicht. Das macht es ein bisschen einfacher, sozusagen sich zu vergegenwärtigen, was denn da passiert. Hier ist sozusagen jetzt oben das Netz dargestellt, wie wir es eben hatten. In der vereinfachten Form, wir haben die Eingabeschicht, wir haben die Ausgabeschicht. Jetzt soll dieses Netz eine Funktion lernen. Die Funktion ist hier dargestellt, wir haben die Eingaben,
I1 bis IN, das ist unser Input. Wir haben die Gewichte an den Kanten, B1 bis IN. Und jetzt sagen wir, naja, wenn die Summe dieser Gewichte plus irgendein Schwellwert größer ist als 0, dann soll das Ding eine 1 ausgeben und anderenfalls eine 0. Das ist letztlich, was wir abbilden wollen. Also wir wollen erstmal nur einen ganz einfachen binären Schalter bauen, der an sein kann oder aus. Mehr kann das Ding noch gar nicht. Was wir dazu machen ist, wir ändern ein bisschen unsere Notation. Wir schreiben dieses Netz, das wir hier oben haben, einfach mal ganz anders auf. Wir sagen, es gibt die Eingaben, I1 bis IN, und es gibt die Gewichte, W1 bis WN. Wir summieren das Ganze auf. Das hatten wir ja gesehen. Das funktioniert so auch beim menschlichen Neuron. Und sagen, naja, dieses Aktivierungspotenzial, das speichern wir erstmal in der Variable X. Das sagt uns, wie stark ist der Reiz in diesem Neuron. Jetzt ist die Frage, wir haben ja noch diese Schwelle. Die müssen wir noch irgendwie dazu definieren. Und da macht man technischen Kniff und sagt, wir führen einfach die Schwelle so ein, dass wir sagen, es gibt noch ein zusätzliches Neuron, das immer eine konstant 1 anliegen hat. Und dadurch, dass wir wissen, es kommt hier eine 1 rein, das ist eine feste Größe, können wir über die Stärke, wie stark diese 1 jetzt hier wirkt, dann festlegen, ab welcher Schwelle sozusagen dieses Neuron aktiv sein soll oder nicht. Jetzt brauchen wir noch irgendwie diese Schaltfunktion, die muss da auch noch reinkommen. Und dafür setzen wir jetzt so eine Aktivierungsfunktion ein. Und in dem Fall, weil wir sagen, das Ding soll entweder aus sein oder an, nutzen wir hier tatsächlich so eine Schrittaktivierungsfunktion, die halt entweder 0 ist oder 1 ist. Das ist sozusagen die einfachste Variante von so einem künstlichen neuronalen Netz. Wir würden das Ding hier ein Perzeptron nennen. Also wenn wir nur ein so ein Ding haben, dann ist das ein einzelnes Perzeptron, also ein einzelnes Neuron. Ja, so ist das aufgebaut. Und daraus, aus vielen von diesen, werden wir jetzt gleich unser künstliches neuronales Netz zusammenbauen. Mehr passiert da gar nicht. Wie kann so ein Ding jetzt lernen? Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Wir haben hier einen Datensatz mit zwei Klassen, nämlich diesen Kreuzen und den Kreisen. Und die Kreuze, wenn wir die Koordinaten von den Datenpunkten eben aufschreiben, nach I1 und I2 oder X- und Y-Koordinate, und die Klassenzugehörigkeit, dann könnten wir diese X eben sagen, wenn so ein X vorliegt, dann möchten wir, dass eine 1 rauskommt. Und wenn es ein Kreis ist, dann soll eine 0 rauskommen. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das hin, dass wir ein neuronales Netz bauen, dass das irgendwie leistet? Naja, das kann man jetzt irgendwie durchrechnen oder ausprobieren. Das wollen wir jetzt an der Stelle gar nicht machen. Hier ist eine Architektur, die das leistet. Wir haben unsere zwei Eingaben. I1 und I2, entsprechend mit Gewichten versehen. Wir sagen I1, die erste Dimension hat einen negativen Einfluss von 1. Die zweite Dimension kriegt einen positiven Einfluss von 2. Und unser Aktivierungsschwellwert, der soll bei minus 2 liegen. Und dann können wir das einfach durchrechnen jetzt für all die Zeilen, die wir da haben. Und wenn wir das machen, ergibt sich folgende Rechnung. Wir multiplizieren das sozusagen jeweils die Gewichte, die wir da vorne vorgegeben haben auf der linken Seite, mit den Eingaben von oben und sehen dann, dass tatsächlich unsere Funktion, die wir hier anwenden, sagt, naja, für die ersten zwei Zeilen kriegen wir eine 1 raus und für die restlichen Zeilen eine 0, also wie wir es uns gewünscht haben. Und natürlich, wenn man sich das jetzt überlegt, würde auch jedes Vielfache von den Zahlen, die wir hier haben, wäre auch eine gültige Lösung. Also es müssen nicht zwangsweise die Zahlen sein. Es gibt ganz viele gültige Lösungen. Und das ist eine Herausforderung oder Besonderheit bei den neuronalen Netzen. Wenn ich einen Entscheidungsbaum beispielsweise lerne, habe ich ein deterministisches Verfahren. Da sind die Gewichte immer gleich, da ist das Ergebnis immer gleich bei gleichen Daten. Bei den neuronalen Netzen ist das nicht der Fall. Da habe ich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich zu einer Lösung kommen kann, gegeben ein Problem. Das ist aber nicht weiter schlimm, das nimmt man einfach in Kauf. Jetzt haben wir gesehen, es gibt hier diese Aktivierungsfunktion, die wie so ein Schalter funktionieren kann. Die ist entweder aus oder ist an. Es gibt durchaus andere Aktivierungsfunktionen, die gewisse Vorteile haben. Also das Einfachste ist diese Schrittfunktion, die man am Anfang benutzt hat. Aber die ist eben eigentlich nur für binäre Schalter sinnvoll. Manchmal ist es sinnvoller zu sagen, hey, ich habe eigentlich so einen kontinuierlichen Übergang. Ich habe einen Bereich, da ist es, sozusagen, wenn es zu klein wird, dann soll es 0 sein oder nahe 0. Wenn es sehr groß ist, dann möchte ich, dass es nahe 1 ist. Aber dazwischen hätte ich gern so einen Übergang,
der eben nicht ganz linear ist, wo es einen schnellen Wechsel gibt und dann aber langsamer wird. Und das liefert so eine sigmoide Funktion oder da gibt es noch andere. Da gibt es auch eine Gauss-Funktion und alle möglichen Funktionen, Tangens-Hyperbolikus, die man hier nutzen kann, um solche Funktionen zu bekommen. Und jetzt hat sich aber in den letzten Jahren gezeigt, also das hier ist super, weil diese Funktion kann man ableiten und damit kann man wunderbare Sachen machen mathematisch. Aber diese Ableitung ist teuer und es kostet alles viel Rechenzeit. Und eigentlich, wenn man mit der Rechenzeit geizig ist und sagt, wir rechnen gar nicht so genau, wir vergessen auch die Gleitkomma-Operation und machen das nur noch mit Ganzzahlarithmetik, das wissen wir zwar, dass das alles nicht mehr so genau wird, aber wenn wir es dafür schaffen, statt 5 Ebenen, 20 Ebenen zu trainieren beispielsweise, dann ist der Zugewinn an Genauigkeit so viel besser, dass sich das lohnt. Und deswegen ist man eben dazu übergegangen, dass man heutzutage häufig diese sogenannte Rectified Linear Unit benutzt. Da hat man einfach das Signal bis zu dieser Aktivierungsschwelle 0 und danach ist es ein ganz normaler linearer Anstieg. Da muss man nichts mehr ableiten, da muss man gar nichts mehr berechnen. Das geht super schnell für den Computer, ja. Und ist sozusagen dieser Geschwindigkeitsvorteil, den man dadurch gewinnt, dass man hier ein Stück weit ungenauer wird, zahlt sich einfach bei sehr großen Netzen dann aus. Jetzt sind diese ganzen Funktionen hier immer so dargestellt, dass wir sagen, hey, kein Signal ist 0 und ein Signal ist 1. Das gibt es immer auch analog, dass man sagt, kein Signal ist minus 1 und ein Signal liegt bei 1. Das kann man sozusagen ja variieren, das ist nicht wirklich entscheidend. Aber da sieht man jetzt auch, warum das sinnvoll ist, dass eben diese Eingangssignale irgendwo zwischen minus 1 und 1 oder zwischen 0 und 1 liegen, weil in dem Bereich hier eben sich in dem Neuron selbst was tut. Und wenn ich da jetzt sehr große Werte habe, dann haben die quasi keinen Effekt. Dann müssen die Gewichte sehr stark adaptiert werden, damit die irgendwie dann in diesen Wertebereich hier verschoben werden, sodass sie... Jetzt habe ich versprochen, dass wir sehen werden, dass man mit einem so einem Neuron gar nicht so viel machen kann und wir eigentlich mehrschichtige neuronale Netze brauchen. Das kommt auf der nächsten Folie. Da sehen wir die Limitierung eines neuronalen Netzes mit einer Schicht und den Vorteil von zwei Schichten. Und das war ein großes Problem für 10 Jahre in den 50er und 60er Jahren dieser Forschung an neuronalen Netzen, dass man gesagt hat, naja, man kann mit so einem neuronalen Netz mit einer Ebene eine Unschaltung realisieren. Man kann auch eine Oder-Schaltung realisieren. Aber was man nicht realisieren kann, ist ein exklusives Oder. Dass man also sagt, man möchte nur, es soll nur wahr sein, wenn eine von beiden Eingaben wahr ist. Aber wenn beide Eingaben ein Signal liefern, dann möchte man, dass die Ausgabe nicht aktiv ist. Und das ist erstaunlich, weil die Lösung, wenn wir uns die heute anschauen, und die steht auf der nächsten Folie, die ist hochgradig trivial. Man braucht nur 3 Neuronen, die man miteinander verschaltet und schon kann man dieses XOR-Problem lösen. Man muss sich nur davon befreien, dass man sagt, das muss alles in einer Ebene funktionieren. Was man da macht, man baut eben ein Neuron, das diese Unschaltung realisiert, man baut ein Neuron, das die Oder-Schaltung realisiert und man verknüpft das Ganze miteinander. Und natürlich will ich die Lösung jetzt nicht für mich behalten, sondern möchte ich auch teilen. Also 69 ist quasi dieser Nachweis dann erfolgt, dass man dieses AND-OR-Problem auch lösen kann. Und das geht einfach, indem man einen zusätzlichen Layer da einbaut. Und wie sieht das aus? Wir haben hier also so ein Neuron, das eine Unschaltung realisiert. Wir nehmen einfach die beiden Eingaben, geben denen irgendwelche Gewichte und setzen den Aktivierungsschwellwert so, dass er halt irgendwie größer ist als eine der beiden Eingaben. Also 1,1, 1, was auch immer, 2, alles zwischen 1 und 2 ist hier sozusagen gültig für diese Schaltung. Und bei dem Oder ist es halt so, dass wir sagen, naja, es reicht im Prinzip ein Signal, das hier anliegen kann, also alles irgendwie, das größer 0 ist, ist hier ausreichend, um diese Oder-Schaltung zu aktivieren als Aktivierungsschwellwert. Wenn wir die zwei Komponenten jetzt sinnvoll miteinander verschalten, dann kriegen wir im Prinzip diese zwei Trennebenen, nämlich hier oben die für das AND und hier unten die für das Oder. Und damit können wir diese Schaltung realisieren. Da sieht man, wie das Ganze aussieht und kann sich eben entsprechend dieser Schaltung jetzt die Wahrheitswerte dafür berechnen. Und wenn wir diese drei Schaltungselemente haben, dann können wir im Prinzip sagen, naja, die Arithmetik, auf der unsere ganzen digitalen Computer funktionieren, die können wir mit diesen Schaltungen jetzt nachbilden. Das heißt, eigentlich wissen wir, wir können damit jetzt allgemeine Computersysteme, wir brauchen noch ein NOT, aber ein NOT ist einfach, wir müssen nur das Signal negieren, das reinkommt,
Dann können wir damit eigentlich Schaltkreise bauen. Das ist also wunderbar. Jetzt verlassen wir sozusagen diese tiefe technische Ebene, wo wir uns angeschaut haben, was ist eigentlich so ein einzelnes Neuron, wie funktioniert es, wie können wir Neuronen sinnvoll zusammenschalten, um damit höherwertige Funktionen realisieren zu können, und schauen uns mal an, was es für unterschiedliche Architekturen gibt bei den neuronalen Netzen. Denn letztlich sind die Architekturen das Entscheidende. Die Architektur von so einem neuronalen Netz, die bestimmt, was dieses neuronale Netz leisten kann. Und wir werden sehen, es gibt für unterschiedliche Anwendungsfälle ganz unterschiedliche Architekturen. Das heißt eigentlich, was sich ändert, ist immer, wie ich diese Neuronen jetzt miteinander kombiniere. Und das Einfachste, was wir machen können, ist, wir bleiben bei diesem einfachen Schaubild, wo wir sagen, wir haben hier eine Eingabeebene und danach kommen einfach mehrere versteckte Ebenen und irgendwann die Ausgabe. Und es bringt uns zu dieser klassischen Feedforward-Architektur. Da besteht das Netz einfach aus Ebenen. Die Neuronen einer Ebene haben keine Verbindung untereinander. Das sehen wir hier. Ja. Hier gibt es keinerlei Verbindungen. Es gibt immer nur Vollverbindungen von einer Ebene zur nächsten Ebene. Und wir können eben ganz viele von diesen hier hellblau gezeichneten versteckten Ebenen haben. Das Schöne ist jetzt, dass anders als bei anderen maschinellen Lernverfahren eben durch diese vielen versteckten Ebenen das Netzwerk selbstständig Merkmale lernen kann und Konzepte, die wir ihm so gar nicht beigebracht haben. Und wir können diese Netze nutzen, beispielsweise zur Klassifikation, zur Regression, was auch immer wir als Anwendungsfall lösen möchten mit so einem Netz. Wir hatten gesehen, es gibt diese Aktivierungsfunktion und diese Aktivierungsfunktion kann eben wie ein Schalter funktionieren. Das ist natürlich bei einer Klassifikation, also wenn ich entscheiden will, ob irgendwas eine bestimmte Eigenschaft erfüllt, ja oder nein, dann kann man sich vorstellen, dass man das gut mit so einer Schaltungslogik nachbauen kann. Wenn ich hingegen eine Vorhersage von einer Zahl treffen möchte, dann nutzt man natürlich so eine binäre Schaltungsfunktion nichts. Und was man da einfach macht, das heißt, wenn man eine Regressionsaufgabe löst, also wo es darum geht, keine Ahnung, irgendwelche numerischen Zahlen vorherzusagen, dann lässt man in dieser Ausgabeschicht hier einfach die Aktivierungsfunktion weg. Das heißt, hier wird nur noch aufsummiert, das Gewicht, das hier reinkommt. Und die Summe der Eingabegewichte gibt mir sozusagen dann hier das Ergebnis, das da rauskommen soll. Jetzt haben wir also diese Architektur. Wir wissen, wie die aufgebaut ist, wie die zusammengesetzt wird. Eine Frage, die sich nun stellt, ist ja, aber wie lernt denn das ganze Ding jetzt? Woher weiß es denn, was da rauskommen soll? Und das ist tatsächlich ganz interessant, dass man hingeht und sagt, wir bauen also dieses neuronale Netz entsprechend diesen Ebenen, die geben wir vor als Anwender, sagen, wir haben so und so viele Eingabeelemente, wobei die ergeben sich eigentlich aus unserem Datensatz. Die Ausgabe ergibt sich auch aus unserem Problem, das wir lösen. Und alles, was wir spezifizieren müssen, ist, wie viele versteckte Ebenen haben wir und wie viele Neuronen sollen da liegen. Und dann werden diese ganzen Kanten hier irgendwie zufällig initialisiert. Und diese zufällige Initialisierung sorgt dafür, dass zunächst irgendwas rauskommt. Und dann wird verglichen, was kommt hier raus, mit was sollte wirklich rauskommen. Und natürlich wird zunächst die Ausgabe nicht zu dem passen, was da rauskommen sollte. Und dann wird eben durch einen Algorithmus, werden diese Gewichte Ebene für Ebene schrittweise wieder angepasst. Und deswegen nennen wir diesen Algorithmus dann Backpropagation-Algorithmus. Aber wie das im Detail funktioniert, schauen wir uns vielleicht nochmal auf der folgenden Folie an. Da wird das Netz jetzt von oben nach unten dargestellt. Und da sind jetzt ein paar viele Symbole wieder eingeführt worden. Im Prinzip ist das das Gleiche wie auf der vorigen Folie gewesen. Wir haben hier unsere Eingabeschicht. Wir haben mehrere versteckte Ebenen jetzt und dann irgendwo die Ausgabeschicht. Und wir gehen mal davon aus, dass wir hier tatsächlich so eine Regressionsaufgabe haben. Das heißt, hier in der letzten Schicht haben wir keine Aktivierungsfunktion. Und dann, was passiert in diesem neuronalen Netz? Naja, wir haben letztlich, was wir berechnen müssen, hier am Ende kommt eine Summe raus. Und diese Summe ist sozusagen die Ausgabe von dem neuronalen Netz. Und was wir immer betrachten können, ist quasi, wir haben den tatsächlichen Wert, der rauskommen soll zu einer Datenzeile und den vorhergesagten Wert. Wir ziehen die voneinander ab. Und wir quadrieren das Ganze. Wieso quadrieren wir das Ganze? Naja, es könnte sein, dass so ein Netz sich manchmal nach unten vertut. Das heißt, es unterschätzt und manchmal vertut es sich nach oben, es überschätzt. Und je nachdem, ob es unterschätzt oder überschätzt, das heißt, wenn wir dieses Quadrat weglassen und den Fehler einfach so aufsummieren, dann wäre das Netz schon sehr gut, wenn die Schätzfehler sich nur gegenseitig aufheben würden. Das heißt, es würde genauso viel überschätzen, wie es unterschätzt im Mittel. Dann wäre das Netz quasi nach dieser Fehlerfunktion perfekt.
Das wollen wir vermeiden. Wir wollen, dass das Netz nur dann gut ist, wenn es tatsächlich einen niedrigen Fehler macht. Und deswegen quadrieren wir sozusagen die Fehler. Das heißt, egal ob es sich unterschätzt oder überschätzt, durch das Quadrat ist das in der Summe immer ein positiver Term. Und dadurch wirkt jeder Fehler sozusagen in diesem Netz rein. Und jetzt das ganze Ziel ist, dass eben dieser Fehler, der hier entsteht, in dieser Summe minimiert werden soll. Und dafür gibt es eben einen Algorithmus, der das machen kann. Der nennt sich Gradientenabstieg. Da wird berechnet, wie groß ist der Fehler aktuell. Und dann wird geschaut, wie stark muss das Gewicht dieser Kanten, die hier reingehen, eben angepasst werden, damit der Fehler kleiner wird. Und was man typischerweise macht, man passt diesen Fehler, man reduziert ihn nicht auf null im ersten Schritt, sondern man reduziert ihn ein Stück weit und man nennt das die Schrittweite. Das hat den Hintergrund, dass man nicht möchte, dass dieses Netzwerk sich zu stark an die Trainingsdaten anpasst. Also wir nennen das Overfitting, wenn sich ein Netz zu oder überhaupt ein Modell zu stark an Trainingsdaten anpasst. Und diesen Effekt von dem Overfitting möchten wir an der Stelle eben vermeiden. Und deswegen werden diese Gewichte eben nur stückweise angepasst, niemals komplett. Und das Verfahren ist sozusagen hier kurz beschrieben. Wir können uns das so vorstellen, wir sind in den Bergen unterwegs und ja, das ist sozusagen unsere Oberfläche. Da gibt es halt Steine, die ein bisschen höher sind und manche, die ein bisschen ja, niedriger sind. Und was wir suchen, ist sozusagen ein günstiger Weg ins Tal. Das ist, was wir machen wollen. Das entspricht diesem Minimieren des Fehlers. Und wir gehen halt nicht in einem Schritt sozusagen von der Bergspitze ins Tal runter, sondern machen das in mehreren Etappen mit möglicherweise Zwischenstopps. Und ähnlich wie das bei so einer realen Berglandschaft ist, ist auch nicht sichergestellt, dass es nur einen Tal gibt. Es kann ganz viele Täler geben. Und was man deswegen typischerweise macht bei so neuronalen Netzen, dass man mit so einem beispielsweise stochastischen Gradient Descent, also einem stochastischen Gradientenabstieg, der dann häufig auch als SGD einfach abgekürzt wird, verschiedene Pfade ausprobiert und dann einfach das Minimum dieser verschiedenen Pfade nimmt. Das wird auf der folgenden Folie noch einmal grafisch dargestellt, wie das ist mit so einem Gradientenabstieg. Das geht im Prinzip über die Ableitung, die da zum Einsatz kommt. Man berechnet die Ableitung und dann sieht man das hier rechts dargestellt. Ja, am Anfang, wenn die Ableitung groß ist, dann macht man große Schritte. Und wenn das kleiner wird, dann macht man immer kleinere Schritte, sodass man dann hofft, zu diesem Minimum zu kommen. Wieso macht man das überhaupt so? Naja, weil diese Oberfläche, die man hat, eben nicht so schön konvex ist, wie sie hier dargestellt wird. Und man durchaus davon ausgehen muss, dass es hier noch kleinere Täler zwischendurch gibt. Und wenn das Tal hier zwischendurch wäre, dann möchte man halt verhindern, dass man mit so einem großen Schritt möglicherweise über ein Tal hinausschießt und dann in nicht optimalen Bereich kommt. Deswegen macht man das so. Das soll es an der Stelle mit der Mathematik gewesen sein. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Architekturen für diese neuronalen Netze. Und die haben andere Funktionen. Und also wenn man sozusagen von neuronalen Netzen spricht, ist immer die Frage, was möchte man mit diesen Netzen erreichen und welche Architektur muss man wählen? Eine Architektur ist der sogenannte Autoencoder. Und der Autoencoder, man sieht, der besteht aus zwei Teilen. Der hat zum einen diesen Encoder. Das ist ein Netz, das immer schmäler wird, bis zu so einem Flaschenhals, würden wir das im Deutschen nennen, also einer Ebene, wo eben möglichst wenig Neuronen sind. Und dann hat er den Decoder. Und der Decoder, der ist symmetrisch aufgebaut zu dem Encoder. Und was man bei diesem Netz lernen will, man möchte eigentlich hier ein Eingabesignal reingeben und möchte das, so gut es geht, rekonstruieren. Man wird das meist nicht perfekt rekonstruieren können, weil eben Daten verrauscht sind, ja, weil es eben hier den Flaschenhals gibt, wo man natürlich eine gewisse Information verloren hat. Nur was man jetzt sieht, ist sozusagen, wenn das gelingt, dass man ein Eingabesignal rekonstruieren kann, dass man aus einem komprimierten Signal hier wiederherstellt, dann braucht man eigentlich nur das komprimierte Signal hier. Das heißt, man hat einen Weg gefunden, automatisch, egal was für einen Datensatz man hat, hier das Wesentliche aus dem Datensatz zu extrahieren. Das steht nämlich hier in diesem mittleren Bereich. Und das kann man dann nutzen. Das heißt, man hat sozusagen automatisch eine Merkmalsauswahl getroffen, die nützlich ist. Also ich könnte jetzt dann, wenn ich dieses Netzwerk einmal trainiert habe, könnte ich sagen, okay, ich vergesse jetzt diesen Decoder-Teil, sondern ich nehme das, was hier liegt und baue da jetzt ein anderes Netzwerk wieder hinten dran, das darauf basierend eben eine Klassifikation vornimmt oder sowas. Das heißt, da habe ich schon mal eine gewisse Robustheit dadurch gewonnen, dass ich die Information einfach verdichtet habe. Ein anderer Anwendungsfall wäre, ich möchte Ausreißer erkennen in meinem Prozess. Und jetzt ist es bei der Ausreißererkennung immer so,
Ich weiß möglicherweise gar nicht, was ein Ausreißer charakterisiert. Das ist schwierig. Ich habe aber viele Daten, wo ich weiß, die sind ausreißerfrei. Also, keine Ahnung, aus meinem Produktionsprozess viele Werkstücke, wo ich weiß, hey, die sind in Ordnung gewesen. Und dann kann ich hingehen und dafür so einen Autoencoder trainieren. Ich trainiere diesen Autoencoder auf meinen normalen Daten, auf denen, wo ich weiß, dass sie in Ordnung sind. Und wenn immer ein neuer Datensatz reinkommt, schicke ich den hier durch den Autoencoder. Und wenn ich den fertig trainiert habe und ich dann feststelle, dass irgendein Datensatz, den ich diesem Modell gegeben habe, ganz anders dekodiert wird, als ich ihn reingegeben habe. Also wenn ich hier bei der Ausgabe ein anderes Signal bekomme, als ich es in der Eingabe reingegeben habe, bei einem fertig trainierten Modell, dann weiß ich, Moment mal, dieser Datensatz, der entspricht nicht meinem Modell, das ich gelernt habe. Das ist in gewissem Sinne ein Ausreißer. Also diese Netzwerkarchitektur hat unterschiedliche Anwendungsfälle und ist eben auch sehr nützlich. Und so wie es jetzt Autoencoder gibt, gibt es eben noch weitere Architekturen. Und eine Architektur ist, beziehungsweise eine ganze Architekturklasse, sind rekurrente neuronale Netze. Bisher war es so, wir hatten eine Eingabeschicht. In der Eingabeschicht kam was rein, das ist durchgereicht worden an die versteckten Ebenen und ist weitergegeben worden zur Ausgabeschicht. Und diese Neuronen in der versteckten Schicht, die konnten Informationen immer nur weitergeben Richtung Ausgabeschicht. Bei den rekurrenten Netzen ist es so, die dürfen jetzt Informationen entweder, wie das in der Grafik dargestellt ist, an sich selbst zurückgeben. Und wenn so ein Neuron eine Ausgabe an sich selbst zurückgibt, dann ist das so wie ein Gedächtnis über einen Arbeitsschritt. Ich kann mir eine Sache merken. Jetzt kann man sagen, naja, eine Sache, das ist ja ganz nett, das ist nicht ganz so nützlich. Ich kann mir auch zwei Sachen merken, wenn ich hingehe und sage, ich nehme die Ausgabe von der Schicht und wir stellen uns einfach mal vor, wir hätten hier eine zweite hellblaue Schicht eingezeichnet. Dann kann ich auch die Ausgabe von hier nehmen und einfach in die Schicht vorher reingeben. Dann habe ich ein Gedächtnis über zwei Zeitschritte. Also über kleine Zeitschritte kann ich mir jetzt hier plötzlich ein Gedächtnis bauen. Das ist total nützlich, weil ich in vielen Fällen ein Kurzzeitgedächtnis zumindest brauche. Wenn ich irgendeinen Satz konstruiere und den beginne und am Ende den Satz mit nicht beende, dann ist sozusagen der ganze Satz negiert worden und dann sollte ich mir diesen Satz Anfang gemerkt haben, damit ich weiß, worauf sich dieses nicht denn noch bezieht. Also das ist durchaus nützlich. Ich kann auch plötzlich, Entschuldigung, zeitabhängige Daten eben analysieren, was weiß ich. Ich habe einen Fertigungsprozess, ja, und da kommt eben was raus und das unterliegt gewissen zeitlichen Einflüssen, was weiß ich, weil es eben eine Temperatur ist, die abkühlt, die kühlt langsam ab und dann hängt natürlich meine Temperatur auch immer von der Vortemperatur ab. Das heißt, da ist es super nützlich, wenn ich so ein Kurzzeitgedächtnis habe. Jetzt ist es leider Gottes so, dass diese rekurrenten neuronalen Netze, dass dieses mit dem Trainieren von dem Gedächtnis hier, das funktioniert nur für kurze Gedächtnisse. Wenn ich lange Gedächtnisse haben will, dann stellt man fest, dadurch, dass ich hier immer wieder die Ausgabe sozusagen in mich selbst reinfütter, dass diese Gewichte, die hier an diesen Kanten sind, entweder sehr klein werden oder sehr groß werden. Wir nennen das den verschwindenden oder explodierenden Gradienten. Und das heißt, die können dann nicht mehr gescheit gelernt werden. Und das hat dazu geführt, dass man noch eine andere Architektur eingeführt hat. Und diese andere Architektur nennt sich Long-Short-Term-Memory-Netzwerk. Auch das ist eine rekurrente Architektur. Wir sehen hier nach wie vor diesen Rückfluss von Informationen. Aber jetzt sehen wir die Zelle, die sozusagen bisher waren es immer nur Summen und Aktivierungsfunktionen. Bei den Aktivierungsfunktionen haben wir eine gewisse Wahlfreiheit gehabt. Wir konnten da verschiedene Dinge einsetzen. Dass wir jetzt hier plötzlich andere Zellen haben, nämlich Zellen, die internen Speicher haben. Und also vom Aufbau sind die komplexer, die haben quasi nochmal drei kleine Zellen in sich, damit diese Speicherlogik funktioniert. Und damit können die entscheiden, ob sie was Neues in Speicher schreiben wollen, wie stark die aktuelle Eingabe überhaupt sich auswirken soll auf den Speicher, ob sie den Speicher auslesen wollen und was der Ausgabezustand sein soll. Das wird über diese drei internen Neuronen gesteuert, die da drin sind. Und die Anwendungen für so ein LSTM-Netz, die sind nun sehr, sehr vielfältig, weil wir damit eben Langzeitgedächtnis realisieren können. Und wir haben beispielsweise ganz viele sprachverarbeitenden Systeme, die wir derzeit am Markt sehen, die eben auf dieser LSTM-Technologie aufsetzen. Also das ist ein Amazon Alexa, das ist ein Google Translate, das ist ein Apple QuickTime. Die nutzen alle diese LSTM-Architektur.
hatten wir am Anfang gesehen, dass dieses Unternehmen DeepL, dass die erfolgreicher sind, zumindest nach ihrer eigenen Darstellung, als die großen Anbieter, wenn es um dieses begrenzte Sprachportfolio von den 7 Sprachen geht. Und was machen die anders? Also während alle hier diese LSTM-Netze nutzen, nutzt DeepL eine Technologie, die eigentlich aus dem Bereich der Bildverarbeitung kommt. Und das sind die sogenannten Convolutional oder Faltungsnetzwerke. Im Deutschen spricht man von einer Faltung. Und das ist ein Netz, da sagt man, naja, wenn ich ein Bild habe, das, was hier oben links auf meiner Folie ist, das hat mit dem, was hier unten rechts auf der Folie ist, nicht wirklich viel gemeinsam. Das heißt, ich brauche diese Vollvernetzung, die ich habe in den klassischen Architekturen, brauche ich gar nicht. Sondern was ich viel mehr mache, ist, ich definiere mir irgendwelche Kästen und sage, naja, ich habe hier oben so einen kleinen Kasten und betrachte nur den Bildbereich, der in diesem Kasten liegt und versuche daraus irgendwelche Merkmale zu extrahieren. Und dann schiebe ich diesen Kasten ein Stück weiter und betrachte den daran angrenzenden Bildbereich. Und so gehe ich quasi Zeile für Zeile über mein Bild drüber und extrahiere daraus Merkmale. Und das führt dazu, man nennt diese Matrix, die man da drüber schiebt, eben eine Faltung, dass ich so eine ganze Reihe von Faltungsmatrizen bekomme, die alle irgendwas über mein Bild aussagen. Und dann habe ich noch eine andere Sache, die ich nutze, ein sogenanntes Pooling. Und das Pooling sagt, naja, ich brauche möglicherweise gar nicht alle Informationen, die da vorliegt, sondern ich nehme nur das, was möglicherweise am prominentesten ist. Das ist ein sogenanntes Max-Pooling, das ist sehr weit verbreitet. Das heißt, ich nehme von diesen Neuronen, die da aktiviert sind, nur die, die am stärksten aktiv sind und sage sozusagen, der Gewinner, der bestimmt sozusagen den Wert. Das heißt, hierdurch kriege ich eine gewisse Informationsreduktion und Informationsreduktion hat mehrere Vorteile. Zum einen brauche ich weniger Speicherplatz. Zum anderen weniger Speicherplatz heißt natürlich auch, ich kann das Ding schneller rechnen. Schneller rechnen heißt, ich kann hier mehr Ebenen rechnen. Und mehr Ebenen rechnen heißt letztlich, das Ding wird mächtiger. Also das ist sehr gut. Und zum anderen ist es eben so, dass wenn ich hier leichte, keine Ahnung, Unsauberheiten in so einem Eingabebild habe, ja, das heißt, da ist ein Pixelfehler oder sowas, dann wird dieses Netz eben nicht diesen Pixelfehler lernen, sondern den nach Möglichkeit auch wieder vergessen und davon eben abstrahieren und ist somit nicht ganz so anfällig für dieses Overfitting. Die Konzepte Faltung und Pooling, die haben tatsächlich eine biologische Verwandtschaft. Also da hat man sich tatsächlich irgendwie an unserem visuellen Kortex orientiert und sagt, naja, es gibt in unserem Kortex quasi das rezeptive Field, das heißt, das ist der Bereich, den wir aktiv wahrnehmen und es ist immer nur ein Bereich. Wir können sozusagen nicht alles gleichzeitig aktiv wahrnehmen, was wir sehen, sondern wir fokussieren uns mit unserer Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bereich. Das ist sozusagen die Faltung. Und dann gibt es sozusagen nur ein Signal, das stark genug ist, wird überhaupt weitergegeben. Das ist im Biologischen ist das eben eine Hemmung und das ist das, was diesem Pooling entspricht. Und dann schaltet man hinterher, wenn man sozusagen auf die Art und Weise jetzt, weil man sagt, naja, bei Bildern, da kann man eben bestimmte Dinge sinnvoll extrahieren, beispielsweise Kanten oder sowas, ja, oder dann größere Strukturen, Kreise und sowas. Und das macht man über verschiedene von diesen Faltungs- und Poolingsebenen, die eben hintereinander geschaltet werden können. Die können beliebig viele von denen hintereinander geschaltet werden. Typischerweise sind diese Ebenen zum Falten recht klein. Also man macht so eine 5x5 oder 3x3 Faltung oder sowas. Und hinten dran schließt sich wieder so ein ganz normales, klassisch voll verbundenes Netz an. Das sind also diese CNNs und das Unternehmen DeepL, das nutzt also die Technologie angepasst auf Sprache, eben für die Übersetzung. Da das jetzt technisch hier so anders ist und das mit diesen Faltung vielleicht so gar nicht verständlich ist, habe ich das auf der folgenden Folie nochmal in der Animation, wo wir uns das anschauen können. Wir haben also ein Bild, das Bild, das wird jetzt hier übersetzt sozusagen in, ja, letztlich haben wir hier beim Schwarz-Weiß-Bild eine Farbintensität. Und die kann eben stark sein, dann wird die als 1 angegeben. Und der Einfachheit halber nehmen wir mal an, wir hätten nur 3 Intensitätswerte. Das heißt, entweder ist so ein Feld schwarz, es ist eben grau oder es ist, da ist keine Information vorhanden. Jetzt haben wir hier so eine Faltungsmatrix. Die Gewichte von der Faltungsmatrix lernt eben dieses neuronale Netz selbstständig in dem Trainingsprozess. Und wenn wir jetzt diese Faltungsmatrix mal hier über das erste Rechteck legen, das sich da in unserem Bild ergibt,
dann müssen wir das entsprechend ausmultiplizieren, die Werte, und kriegen dann einen Wert raus. Und das schreiben wir in unsere Merkmalsmatrix rein. Und so können wir das jetzt durchrechnen und hier für jede Verschiebung von dieser Faltungsmatrix eben entsprechend Werte berechnen, die sich in unserem Bild ergeben. Und damit haben wir sozusagen aus diesem Bild jetzt plötzlich Merkmale extrahiert. Und man nimmt immer so einen Bereich quasi um das eigentliche Pixel drumherum, weil man sagt, die Nachbarpixel, die sind durchaus wichtig, um zu wissen, was hier bei dem Pixel ist. Sozusagen aus einem Pixel kann ich wenig Informationen gewinnen. Wenn ich mehrere Pixel oder die Nachbarschaft von mehreren Pixeln betrachte, dann kann ich da doch durchaus was draus lernen. Und eine Möglichkeit, die ich eben lernen kann, ist sowas wie eine Kantendetektion. Und da gibt es eben so einen klassischen Filter, dass ich sage, ich habe so eine 1 und eine 0 und eine minus 1. Wenn ich das hier drüber jag über das Ding, dann kriege ich eben im Ergebnis irgendwie sowas, dass ich sage, da ist erst 0, da ist nichts, dann ist hier irgendwie was. Das heißt, da ist anscheinend ein Farbwechsel und dann ist wieder nichts. Das heißt, da ist die Farbe anscheinend gleich. Und das sind so, also es gibt so verschiedene Faltungsmatrizen quasi, wo man sagt, die haben ganz bestimmte Aufgaben, die baut man dann einfach ein in seine neuronale Netzarchitektur und hat damit quasi automatisch bestimmte Merkmale extrahiert. Ich habe noch zwei Architekturen mitgebracht, glaube ich. Das eine sind die Eco-State-Netzwerke. Die haben nochmal eine andere Herangehensweise. Da sagt man, man trainiert gar nicht ebenenweise, wie das bisher war bei den Netzen, sondern wir haben so einen Pool. Und dieser Pool, der muss recht spärlich verbunden sein. Der ist auch rekurrent von der Struktur. Und alles, was wir jetzt lernen, ist, wir lernen nur noch die Gewichte von diesem Pool, den wir hier in der Mitte haben, zur Ausgabe hin. Und hier in der Mitte sind also irgendwelche Funktionen abgebildet. Wir wissen gar nicht so genau, welche das sind, weil das ja auch wieder zufällig initialisiert wurde. Man stellt nur sicher, dass man hier eine gewisse Variabilität hat, also genügend unterschiedliche Funktionen. Und dann sagt man, wenn ich genügend unterschiedliche Funktionen habe, dann kann ich aus diesem fixen Funktionspool mir eigentlich auch eine beliebige Rechnung zusammenbauen. Und das ist letztlich, was hier passiert. Der Vorteil ist, wenn ich nur diese Ausgabegewichte lerne, dann brauche ich plötzlich viel weniger Trainingsdaten. Also eine Herausforderung bei diesen Netzen ist, wenn ich viele Ebenen habe und viele von den Kanten, jede Kante soll irgendwie gelernt werden und ein Gewicht bekommen, da brauche ich natürlich sehr viele Daten, damit ich sagen kann, das ist mathematisch sauber und hinreichend gut, diese Annäherung, dass das robust ist. Und um das eben leisten zu können, hat man hier eine ganz andere Architektur gewählt, die eben mit wenig Trainingsdaten auskommen und dann insbesondere sich für zeitliche Prozesse eignen, da Vorhersagen zu treffen. Die letzte Architektur, die ich mitgebracht habe, sind die Generative Adversarial Networks. Und das sind im Prinzip zwei Netze. Und die sind im Prinzip wie der Autoencoder, nur dass die zwei Netze jetzt umgekehrt zusammengeschaltet werden. Wir haben also das hier, was jetzt Diskriminator heißt, war der Encoder. Und das, was hier Generator heißt, war der Decoder bei der anderen Architektur eben. Was man hier jetzt macht, ist, man sagt, Trainingsdaten sind sehr teuer zu bekommen. Und wenn ich aber das Netz trotzdem trainieren möchte mit mehr Trainingsdaten, warum gehe ich nicht hin und versuche, ein Netz zu bauen, das künstlich Trainingsdaten generiert? Das kann ich ja machen. Und wenn dieses Netz, das künstlich Trainingsdaten generiert, es schafft, Trainingsdaten zu generieren, die den echten so ähnlich sind, dass die von einem Netzwerk, das versucht, die künstlichen Trainingsdaten von den echten Trainingsdaten zu unterscheiden. Wenn mir das so gut gelingt, dass das diesem zweiten Netz nicht gelingt, dann habe ich hier einen sehr guten Datengenerierungsprozess. Wenn umgekehrt dieses Netz hier hinten noch in der Lage ist, die beiden klar voneinander zu unterscheiden, dann muss das hier vorne noch ein bisschen lernen und seinen Datengenerierungsprozess verbessern. Und das heißt, die zwei Netze hier, die wetteifern sozusagen permanent gegeneinander, wie in einem Spiel, ob es dem hinteren Netz gelingt, zu entscheiden, ob es gerade echte Trainingsdaten zu sehen bekommt oder künstliche Trainingsdaten. Und das vordere Netz, das wählt sozusagen zufällig, entweder erzeugt das hier künstliche Trainingsdaten oder es nimmt einfach echte Trainingsdaten und gibt die an das zweite Netzwerk weiter. Und das zweite muss immer nur sagen, war das ein echter Datensatz oder war das ein künstlicher? Und dadurch, dass diese zwei Netze gegeneinander wetteifern, kann da eben die Maschine jetzt im Selbstlernprozess sehr gut lernen. Und beispielsweise
Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Nachrichten wie intensiv verfolgt hat. Google hat ja, beziehungsweise eine Google-Tochter, DeepMind, eine Firma aus London, die haben ja beispielsweise im Go-Spiel, was ein sehr komplexes Spiel ist, mit einer künstlichen neuronalen Netzarchitektur den Weltranglistenbesten geschlagen. Und da sind im Training eben diese Generative Adversarial Networks zum Einsatz gekommen, weil die es einem erlauben, mit viel weniger Trainingsdaten auszukommen. Jetzt komme ich auch langsam zum Ende. Wir haben gesehen, es gibt ganz viele unterschiedliche Architekturen. Es gibt die klassischen Feed-Forward-Netze für Klassifikation und Regression. Es gibt diese Convolutional-Netze für Bilderkennung. Es gibt die Autoencoder, die uns erlauben, Daten automatisch zu komprimieren und hier die wesentlichen Merkmale aus einem Datensatz zu extrahieren. Wir haben rekurrente Netze kennengelernt und insbesondere die Long-Short-Term-Memories, die insbesondere bei Spracherkennung und Textverarbeitung nützlich sind. Wir haben die Generative Adversarial Networks kennen, die sich durchaus auch eignen, um realistische Bilder zu erstellen. Die eignen sich auch, um beispielsweise in einem Video künstlich ein anderes Gesicht da reinrechnen zu lassen. Auch das geht mittlerweile technisch. Was wir uns nicht angeschaut haben, ist der ganze Bereich des Reinforcement Learning. Das ist eine gewisse andere Lernparadigma, wo man versucht, dass ein System quasi mit der Umwelt interagiert und als Agentensystem lernt. Und auch da gibt es eben neuronale Netze, die das unterstützen. Wenn das jetzt jemand von Ihnen einsetzen möchte praktisch, wie würde er vorgehen? Es gibt verschiedene Implementierungen von den neuronalen Netzen. Und die gängigsten drei habe ich hier mal mitgebracht auf der Folie. Das ist ein Rating nach GitHub. GitHub ist so eine Open-Source-Entwicklungsplattform. Die Tools sind in der Regel immer Open-Source bei neuronalen Netzen. Und das Populärste, also es gibt hier eine Anzahl User und dann wie viele Sterne, also wie viele User haben den Dingen ein Like quasi gegeben. Und dann sieht man, das Populärste ist sicherlich das TensorFlow von Google. Dann gibt es noch PyTorch, ja, das kommt aus der Python-Community. Dann gibt es noch Apache, NXNet, das ist nicht ganz so populär. Und jetzt kann man natürlich hingehen, sich das entsprechende Tool runterladen und selbstständig so ein neuronales Netz trainieren. Man kann aber auch hingehen und sagen, ich habe einen bestimmten Anwendungsfall, beispielsweise eine Bilderkennung. Und da finde ich unter tensorflowhub.dev schon über 500 vortrainierte neuronale Netze, die ich dann nur noch nachtrainieren muss. Also man geht häufig hin bei diesen neuronalen Netzen und entwickelt die gar nicht von Grund auf neu, sondern man nimmt eben bestehende Architekturen und hier sieht man für verschiedene Anwendungen, wie viele Architekturen da Open Source verfügbar sind, eben für TensorFlow jetzt im Speziellen. Und PyTorch bietet eben 12 Modelle zur Klassifikation, die ich out of the box direkt bei der Installation dann nutzen kann. Ich würde damit zum Fazit kommen. Neuronale Netze sind ein sehr mächtiges Werkzeug. Die können selbstständig eben Merkmale erzeugen oder Feature, wie wir sagen, im maschinellen Lernen. Sie benötigen aufgrund des Trainingsprozesses sehr viele Trainingsdaten, also viel mehr als andere Architekturen oder andere maschinelle Lernsysteme. Und wir können sie eben für sehr unterschiedliche Anwendungen einsetzen. Die Anwendung, die wird letztlich bestimmt durch die Architektur, die wir einsetzen. Und wir können vortrainierte Netze aus dem Netz runterladen. Genau, damit bin ich im Prinzip durch. Was ich Ihnen noch zeigen kann, ist, wenn da Interesse besteht, es gibt zwei ganz nette Webseiten im Zusammenhang mit neuronalen Netzen. Das eine ist, ich fange mal mit dem neuronalen Netzwerk Zoo an. Das nennt sich Neural Network Zoo. Da sind noch mal mehr Architekturen dargestellt, als ich sie jetzt auf den Folien hatte. Ja. Die gängigen Architekturen sind hier, also genau, die gängigen habe ich Ihnen jetzt vorgestellt, die kennen Sie. Aber wenn Sie sagen, hey, ich habe noch irgendwie einen Spezialfall, was gibt es denn da noch für Architekturen? Es gibt noch mehr, das wird hier auch immer beschrieben und verlinkt, wo das herkommt und was die Architekturen ausmacht. Und dann gibt es eben zu TensorFlow speziell eine Webseite, das nennt sich TensorFlow Playground. Und da kann ich mal sehen, wie sich so ein neuronales Netz im Training jetzt verhält. Ziel ist hier, diesen Datensatz zu trennen. Ich habe außenrum diesen Kreis und in der Mitte diese Punktwolke. Und ich habe jetzt hier einfach mal zwei versteckte Ebenen. Und ich drücke mal hier auf Play und dann läuft das Ding hoffentlich los und beginnt irgendwie zu rechnen. Jetzt habe ich wieder auf Pause gedrückt, das war vielleicht ungünstig. Und lernt jetzt hier langsam diese zwei Klassen voneinander zu trennen. Ich kann da verschiedene Dinge in dem Tool einstellen. Zum Beispiel, welche Aktivierungsfunktion hier genutzt werden soll da oben. Ja.
wie stark die Lernrate ist, das heißt, wie schnell der Fehler korrigiert werden soll und dergleichen mehr. Und was man sieht eben, es braucht, man unterscheidet bei diesen neuronalen Netzen Trainingsepochen. Eine Trainingsepoche heißt, der Datensatz ist einmal komplett durchgelaufen. Und es geht sozusagen nur über viele Epochen. Das heißt, ich sehe den Datensatz immer und immer wieder. Das Spannende ist, das zeigt sich jetzt hier unten an der Stelle, dass in der ersten Ebene sind es noch lineare Trennungen. Das sind hier nur Graden, die wir haben. Und dadurch, dass wir aber jetzt mehrere Graden hier miteinander kombinieren, können wir plötzlich auch Kurven abbilden. Und das ist eigentlich sozusagen das, ja, das ist der Trick von diesen vielen versteckten Ebenen hintereinander, dass wir plötzlich damit nicht lineare Dinge abbilden können und es eben sehr nützlich ist. Genau, und jetzt sieht man, jetzt langsam konvergiert das Ganze, das heißt, das Netz schafft es relativ gut. Die Kantenstärke wird hier nochmal illustriert, eben farbig, die negativen sind gelb, die positiven Gewichte sind blau. Wenn wir das Ganze zurücksetzen würden, hier oben über den Button und nochmal neu starten würden, dadurch, dass die Gewichte ursprünglich zufällig initialisiert waren, würden wir hier jetzt unterschiedliche Gewichte bekommen. Aber da hat man so ein, also ja, scheuen Sie sich nicht, mit der Webseite mal ein bisschen zu spielen und zu schauen, wie verhält sich das mit den neuronalen Netzen, was passiert, wenn ich da mehr Ebenen reinstecke. Man kann das nämlich auch so machen, wenn man hier oben über Hidden Layers ganz viele zufügt. Irgendwann ist die Information, die von der Ausgabeschicht ganz rechts im Bild zur Eingabeschicht zurückgegeben wird, dann wird die so gering, dass das Netz eben nicht mehr lernen kann. Also man darf das da auch nicht übertreiben, sondern man muss eben sehen, dass das die Komplexität von so einem Netz zur Aufgabenstellung passt. Genau, und damit würde ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen. Das war interessant.